Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Bei Shadow of the Tomb Raider. Leute, was ist das denn? Wer hat denn damit gerechnet, dass ich das spiele? Ja, ich selber nicht. Aber es war ja die E3 und es war die Gamescom und das Spiel wurde hochgelobt. Und ich hatte mir schon irgendwann mal vorgenommen, mal wieder ein Action-Adventure auf meinem Kanal zu bringen. Und ich hab Bock. Ich hab einfach Bock. Ich weiß auch nicht, ich hab einfach Bock. Es wird mal wieder Zeit für so ein bisschen Variabilität auf meinem Kanal. Und deswegen gibt's jetzt Shadow of the Tomb Raider. Ich habe noch nie irgendein Tomb Raider-Teil gespielt. Das ist der allererste. Ich weiß auch, dass sie früher ganz anders aussah, mit ihren dicken Titten und so weiter. So sah sie früher aus, so sieht sie heute aus. Vollkommen vermatscht, verwahrlost, unter einem Baum hängend, über ihr zwei Typen mit Gewehren. Es wird spannend, oder? Es wird spannend. Also ich kann leider da nichts zu der Geschichte sagen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das eine Fortsetzung ist oder ein eigenständiges Spiel, so wie jetzt, sagen wir mal, die Assassin's Creed-Teile. Ich kenn's nicht, ich kenn's einfach nicht, ich kenn Tomb Raider nicht. War irgendwie immer so, ja, das ist so casual-mäßig und das spielen nur die, die wenig Ahnung von Computerspielen haben. Zumindest ganz früher war Tomb Raider halt, fand ich irgendwie immer so das, ja, damit habe ich mich nicht identifiziert, sagen wir mal so. Aber jetzt habe ich einfach Bock drauf, weil, wie gesagt, es hat echt gute Kritiken gekriegt. Und ich bin gespannt, wie sich das Spiel spielt, was wir machen müssen, ob wir ballern müssen, wahrscheinlich schon, da sind ja schon Knarren im Anschlag, also es wird wahrscheinlich auch wildes Fratzengeballer geben. Ich habe leider noch keine PS4, deshalb habe ich noch keinen Controller, den ich am PC anschließe. Deswegen spiele ich das mit Maus und Tastatur. Ich hoffe, das funktioniert ganz gut. Action-Adventure ist ja mal so ein bisschen fragwürdig. Damals Assassin's Creed Black Flag habe ich ja auch auf meinem Kanal gezockt. Das habe ich ja auch mit einem Controller gespielt. Damals noch mit einem PS3-Controller. Die habe ich aber irgendwann verkauft, weil ich damit überhaupt nie gespielt habe. Deswegen habe ich momentan keinen Controller. Ich hoffe doch trotzdem, dass das einigermaßen funktioniert. Wir werden sehen. Also es geht auf jeden Fall hier schon mal mit der Maus, aber es geht auch mit WASD. Und wir machen jetzt einfach ein neues Spiel, Freunde. Wir machen ein neues Spiel. Wir labern jetzt nicht mehr lange, weil ich habe schon 2 Minuten gelabert. Das reicht. Oh. Jetzt müssen wir erstmal... Ach du Scheiße. Das habe ich mir schon gedacht, dass es sowas gibt. Sowas gibt's. Ach, guck mal hier. Hier, was bist du denn? Du bist ja vollkommen voller Blut. Wasch dich mal, Junge. Gesamtschwierigkeit. Initiationsritus. Nein. Eins mit dem Dschungel. Tödliche Obsession. Einfach einfallsreich. Ich bin ja eigentlich schon ein geiler Typ, ne? Keine Treffer am Gradenkreuz. Feinde haben mehr Gesundheit, fügen mehr Schaden zu, können Lara schneller aufspüren, haben keine sichtbaren Silhouetten, keine weiße Markierung auf wichtigen Pfaden und weniger Zeit für Rettungsgriffe. Keine Hinweise durch Lara. Aha. Ich weiß nicht. Bin ich so gut? Bin ich so gut, Freunde? Ich finde normal, glaube ich, besser, oder? Wir wollen ja auch ein bisschen Flow im Spiel haben. Wir wollen ja jetzt nicht dann, dass ich irgendwie eine ganze Folge nicht weiterkomme. Ist ja auch blöd, ne? Wenn es dann jetzt wirklich so schwierige Rätsel sind. Wir könnten ja die Kampfschwierigkeit schwer machen. Also gut, bin ich auch nicht im Kampf. Was ist denn Geländeschwierigkeit eigentlich? Dezente, wichtigen Faden, Zeit für Rettungsgriffe. Was ist denn Rettungsgriff schon wieder? Basislager sind nicht aktiviert. Wir machen jetzt normal. Wir machen normal. Wenn es zu einfach wird, dann können wir es ja vielleicht umstellen. Ich weiß es nicht. Wir machen jetzt normal. Wir machen normal. Ich bin ja kein absoluter Profi. Ich bin schon ziemlich geil, aber so geil dann auch wieder nicht, glaube ich. Leute, ich bin gespannt. Maya, okay. Wir sind hier in Südamerika bei den Mayas offensichtlich. Bin gespannt. Shadow of the Tomb Raider wurde von einem kunterbunten und talentierten Team verschiedenster Geschlechter, Hintergründe, Ethnien, Religionen und Persönlichkeiten erschaffen. Obwohl dieses Spiel nicht auf wahren Ereignissen basiert und eine erfundene Geschichte erzählt, wurde es dennoch mit Hilfe von historischen und kulturellen Beratern entwickelt. Diese Vielfalt und Partnerschaften waren entscheidend in der Entstehung der Welt, die sie in Kürze betreten werden. Leute, ich hoffe, ihr habt es gelesen.
for our friend Mike Sherlock. Square Enix. Eidos Montreal presents Crystal Dynamics. Entschuldigung, muss ich kurz lachen. Man macht doch nicht die Hände vors Gesicht. Jonah, hörst du mich? Verdammt. 2 Tage zuvor. Sind wir denn hier? Wow. Das sieht schon geil aus, muss man mal sagen, ey. Ich bin gerade ein bisschen fasziniert. Boah, ich kann spielen, Leute, ich spiele jetzt. Boah, da muss jetzt hoch, oder was? Wie bist du denn da runtergerutscht? Das sieht geil aus, einfach. Leute, wenn ich jetzt aufhöre... Wow! Also, das ist jetzt aktives Spiel von mir. Schon ganz geil. Bein ist nicht mehr ganz da. Okay, Leute. Trinity-Marke, ein Emblem, das Trinity repräsentiert.
einfache Bewegung. Ja, bla bla bla. Ich bin ein Profi. Guckt euch das mal an, ey. Wie gut sieht das denn aus? Ja, wo ist denn jetzt das Loch, wo ich raus bin? Aus der Höhle klettern. Ja, ja, ja. Ich guck mich doch erstmal um. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig. Der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. 6 Wochen. Und keine Spur, wer die hiesige Trinity-Zelle anführt. Aber die Leute in der Stadt sind sehr aufgeregt, weil zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Bis jetzt. Ich hoffe... Oh, jetzt. Bam! Ich hoffe, dass es einfach... dass sie sich besser bewegt als Eddie. Eddie bei Assassin's Creed, das war ja der reinste Horror, ne? Da habe ich mich ja stundenlang drüber aufgeregt. Lara, ich hoffe, dass du es besser machst. Als Eddie, ey. Ich bin einfach überzeugt, dass du es besser machst. Alter, was ist denn das hier für eine Stätte? So, warte mal, jetzt muss ich hier aber ordentlich... jumpen hier. Freunde, oh, ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Es sieht einfach mega aus. Man muss ja auch mal... Da kaufst du den Gaming-PC, da musst du da auch mal rauslassen hier, ne? Die ganzen Power-Dinger. Jonah, ich hab's geschafft. Ich bin unterwegs. Bin fast da. Tut mir leid, dass ich nicht warten konnte. Ach, guck dir das an. What? Da ist irgendwas, was hier nicht hingehört. Wann spielt denn das? Was ist das denn für ein Ding gewesen? War das ein Fotoapparat? Sternzeichen? Wow. Sieh dir das mal an. Die Recherchen haben sich wohl gelohnt. Jetzt wissen wir, wonach Trinity sucht. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines Vaters. Ihr Vater Indiana Jones? Ich habe gesehen, wo der Gang über dir eingebrochen ist. Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Nein, es geht schon. Was ist das hier? Mystische Bilder. Die Inschriften bilden eine Art Rätsel. Rosa Fisch. Rosa Fisch? Ein Berg mit silberner Krone. What? Hier hinten steht ein Datum. Aber ich glaube, da fehlt was. Es wurde anscheinend beschädigt. Vielleicht absichtlich. Wieso macht Trinity das? Normalerweise zerstören sie alles. Nein, ich glaube, der Schaden ist älter. Wer verwischt hier seine Spuren? Oh, was ist das? Eine Bombe? Lara! Wir müssen schnell hier weg! Lara! Komm jetzt! Los, los! Schnell! Komm schon! Ohne deine Hilfe würde ich da drin immer noch Fotos machen. Ja, du wärst noch drin, aber Fotos würdest du nicht machen. Jonah. Hey, alter Witzbold, der Jonah hier. Wir treffen uns im Café wieder. Angeblich ist Dr. Dominguez heute Abend dort. Klingt gut. Ich beschäftige mich mit dem Rätsel. Mal sehen, was es mit dem Datum auf sich hat. Ja. Rosa Fisch, Berg mit silberner Krone. Ich versuche was rauszufinden. Boah. Ach übrigens, in dem Café soll es verdammt gutes Essen geben. Mhm. Ich kenne den Koch. Ach, ich krieg jetzt nichts runter. Was? Nach dieser Aktion? Ich bin am Verhungern. Ich könnte einen Wal verdrücken.
ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus. Aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Das ist doch hier der Rapper aus Deutschland. Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Was ist Trinity jetzt? Also, da ich ja noch nie Tomb Raider gespielt habe, ist Trinity wahrscheinlich die böse Ausgrabungspartei, oder was? Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Aber es ist zum Glück so ein Maskenfest offensichtlich. Hey, Sammy, sind viele sind geschminkt. Gracias, Jonah. Oder tragen Masken. Boah, Leute, ey. Siehst du was? Nein, suchen wir weiter. Er tanzt doch hier mit Sicherheit, das ist doch hier. Schießt da jemand? Ach nee, das war ein schlimmes Tischfeuerwerk hier. Uns auch. Das sieht schon heftig aus. Was ist hier? Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Ich mag keine Menschenmengen. Sind wir Sturmwachen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. Alle am Bier saufen. Ah, guck mal, Papi. Hier, sag was. Alter, geil, hier liegt Fleisch einfach rum. Ich will hier hin. Was ist denn hier? Was kann ich denn da machen? Ressourcenkisten. Suchen Sie in verschiedenen Behältern nach gewöhnlichen Ressourcen. Was habe ich jetzt bekommen? Wo ist überhaupt mein Inventar? Ist das hier mein Inventar? 2000 Goldstücke. 2 Federn. 0% abgeschlossen. Cozumel im Schatten. Dominguez finden. Ach, das ist die Map. Das ist die Map. Okay. Das muss man erstmal alles checken hier, ne? Das muss man erstmal alles checken. Kann man hier drüber fahren? Nein. So, hier gibt's, was ist das denn? Nebenmissionen? Keine Nebenmissionen. Artefakte? Fahrt der Sterne, 37%, was heißt das? Laras Notebook, ein Bericht meiner Jagd auf Trinity, Fotografien und Artefakte meiner Reise durch Südamerika. Ah, das sind die Bilder. Okay. Dann haben wir hier Überlebensguide. Fähigkeiten, Sucher. Schritt, was? Schritt des Huazi. Sprünge, Landungen sind leiser.
Fähigkeiten Krieger, Erholung des Boomers, erhöht die Zeit des genauen Zielens bei aufgeladenen Schüssen. Fähigkeiten Sammler, Eile des Kaiman, sie können schneller schwimmen. Sammelobjekte, Ressourcenkisten, kleine Behälter mit häufigen Ressourcen, Inventar, Messer, Dienst im Durchschneiden von Seilen und Angriff auf Feinde, drücken Sie F, um Seile durchzuschneiden, halten Sie das Messer ab, provisorisches Messer, verstärktes Messer, fein gearbeitetes Messer, haben wir noch nicht wahrscheinlich, oder, wir haben doch nur wahrscheinlich das provisorische Messer, oder, naja, oder wir haben drei verschiedene, weiß ich nicht, Überhangklettern haben wir ja alles schon gemacht, also hier wird wahrscheinlich zusammengefasst, was man alles so kann. Okay. Gehen wir mal weiter. Geht's hier noch weiter? Du hast Eindruck auf die Einheimischen gemacht. Es gefällt mir hier. Nette Menschen. Jonah, er ist am Tor. Ich sehe ihn. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich hab gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, auch wenn's nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ah, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Bin drüben. Jonah, bin drüben. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Was? Ein Foto? Moment, das habe ich jetzt nicht gelesen. Was ist meine Nebenmission? Ich habe keine Nebenmission. Aber da stand da irgendwas mit Foto. Lass dir mich mal, hallo? Verzeihung. Silara, muss man nur du hier. Alter, hier ist ja ordentlich... schaurige Stimmung. Haben Sie den Hohen Rat kontaktiert, Commander? Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an Ihrer Führung der Organisation. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Halten uns unauffällig. Wir sind zu allem bereit. Im Hintergrund. Einmal, ja, warte. Vielen Dank. Wollt nicht stören. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, du hast recht. Entschuldigung. Disculpe, Señorita. Mein Fehler. Geil aus, oder, Leute? Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutung. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Ich nehme die Seitengasse, Leute. Wo gibt's denn hier noch so geile... geile Ressourcenkisten? Doktor, son muchos de sus hombres. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Das ist schon heftig. Ja.
Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden? Gut. Und? Mein Freund. Gut. Ich will, dass niemand hier reinkommt. Wir haben den Poncho an. Wer sitzt denn da? Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Ein volles Stück. Ah! Lo siento! Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Lichteffekte, ey, mega. So ein bisschen Loch in der Wand. Jonah, sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Einen anderen Weg in die Ausgrabungsstätte, Leute. Das ist jetzt das Ziel. Hier sieht's dicht aus. Aber hinten rum oder was? Keine Ahnung. Endlich kann ich mal schneller laufen hier. Einsatzziele werden von Überlebenden hervorgehoben. Überbrücken Sie Q, um Überlebenden zu aktivieren. Das will ich immer machen. Aha. Das heißt, da müssen wir hin. Okay. Wendo, wieder da. Alter, ich will Überlebenskisten. Ich will sammeln. Drücken Sie erneut. Aha. Okay. Zack, bum, bang. Sind wir schon drin. Diesen Ruinen steckt mehr. Eine Maya-Pyramide in so einer Art Höhle. Faszinierend. Was ist da los? Ich hab einen Bogen. Bring ihn in die Ruinen. Das ist außerhalb der Hörweite. Nein, nein, bitte. Mach es doch jetzt nicht noch schlimmer. Es ist deine Schuld. Komm schon, mach endlich. Und abknallen? Richtig nicht. Schatten. Die Hinrichtung verhindern. Drücken Sie F. Boah, der haut ja aber auch direkt rein, ne? Was geht ab, ey? Ich hab hier eine Aufgabe. Lautlos Kill. Mehr, Herr Archäologe. Ihr Arbeitsvertrag. Mit dem Bogen zielen. Bitte nicht. Ich hab Geld. Ja, ich kann bezahlen. Ich drücke. Ins Gesicht. Ich tu dir nichts. Du arbeitest für Trinity. Was haben die gefunden? Sie haben sehr lange nach dem Eingang des Tempels gesucht. Wir haben ihn gefunden. Ich muss meine Schwester warnen. Sie wird bald hier sein. Jonah, Trinity wollte gerade einen Archäologen töten. Oh Gott. Ich muss das finden, wonach sie suchen. Das müssen wir. Und zwar in der nächsten... Hier ist Commander Rogue. Alle Teams bereit machen für Operation Blackout. Folge. Denn hier ist für heute erstmal Schluss. Ich weiß jetzt nicht, wann die Teile immer kommen, aber ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Macht ja mega Bock. Und es wird noch viel auf uns zukommen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir hier den Tempel erkunden und in der Story voranschreiten.
Vielleicht kommen dann auch schon die ersten Rätsel auf uns zu. Ich bin gespannt. Ich sage tschüss. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal hier bei Shadow of the Tomb Raider.